Hallo Leute, ciao von André Unger. Hier sind einige Bücher, die ich gelesen habe. Die sind auf Englisch. Normalerweise gefällt mir mehr, die Bücher direkt in der englischen Sprache zu lesen. Aber einige von diesen haben auch deutsche Übersetzung. Das heißt, Sie können die auf amazon.de finden. In jedem Fall will ich Ihnen jetzt mal zeigen, als ich oft gefragt werde, welche Händler die beste Bücher meiner Meinung nach geschrieben haben und welche Bücher also wichtig sein können, damit man eine gute Ausbildung erreichen kann. Ich zeige Ihnen sofort. Bis bald. Ciao von André Unger. So Leute, hier ist natürlich das Buch von Larry Williams, Long-Term Secrets to Short-Term Trading. Ich bin nicht total sicher, ob dieses Buch auf Deutsch verfügbar ist. Es gibt ein ähnliches Buch, ich meine als Titel, aber ich bin nicht total sicher. Also zeige ich Ihnen die englische Version hier. Larry Williams hat sehr viele Bücher geschrieben, aber dieses Buch ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Dieses Buch gibt keine Geheimnisse oder so, aber es zeigt, wie man das richtige Ansatz zum Trading, was man in den Märkten beobachten soll und so weiter. Und das ist extrem, extrem wichtig. Das war für mich extrem wichtig am Anfang und ich bin sicher, das wird auch an alle, die hier zuhören, interessieren. Das ist ein sehr gutes Buch. Für automatisierten Handel ist auch Kevin Bevy ein sehr guter Autor. Also Kevin Bevy ist auch ein guter Freund. Er hat auch die Weltmeisterschaft einmal gewonnen und zweimal war er an zweiter Stelle, also einer, der gezeigt hat, dass er handeln kann. Und er hat diese zwei Bücher, eines ist Papierbuch, das andere ist Kindle, die zwei geschrieben und beide sind interessant für jene, die automatisierten Handel lernen wollen. Er schreibt sehr viel über seinen Ansatz, er arbeitet sehr viel mit Walk Forward Optimization, aber auch generell über automatisierten Trading generell. Also ich empfehle wirklich seine Bücher, weil diese sehr, sehr gut geschrieben sind. Leider, oder ich weiß nicht, ob es leider ist oder aber nur auf Englisch zur Verfügung. Perry Kaufmann ist ein anderer, der unheimlich wichtig ist. Er hat sehr viel geschrieben, da er ein sehr großes Wissen hatte über Märkte. Er ist in den Märkten schon seit Jahren. Also ich will nicht sagen, dass er alt ist, aber okay, das Bild ist nicht genau ein 20-jähriger Kerl hier. Generell aber dieses Buch ist das Wichtigste. Ich meine, dieses Buch hier ist unheimlich wichtig. Da gibt es so viel drinnen. Das ist unglaublich. Also dieses Buch ist sicher ein Must für alle Händler, nicht nur automatisierte Händler. Thomas Stritzmann ist ein anderer, der Ahnung hat von Trading-Systemen und diese zwei Bücher sind sehr wichtig, damit man die Trading-Systeme richtig verstehen kann und richtig anfangen kann. Ich meine, in diesen Büchern erklärt er, was man wirklich beobachten soll und was wichtig ist und was nicht und so weiter. Sehr gute Bücher. Das erste hier ist auch auf Deutsch verfügbar. Hier ist es. Also das ist, was weiß ich, ist auf Deutsch hier. Das ist das Buch. Last but not least, sagt man auf Englisch, dieser Howard B. Bandy, der ist ein Herr Doktor in Physik, glaube ich, PhD sogar noch aus Australien und er hat diese Bücher geschrieben. Ich bin auf der Seite vom Autor, weil alle Bücher sehr wichtig sind, sowieso für jene, die Trading-Systeme lernen wollen. Diese Bücher sind alle sehr wichtig, wie gesagt, und die sind auch leider nur auf Englisch verfügbar, aber das Wissen von Howard Bandy ist hochwertig und ich will diese Bücher absolut empfehlen. Also, das waren ungefähr die Bücher, die ich mag. Das sind nicht die einzigen, die gut sind, das sind nicht die besten. Ich meine, es sind Bücher, die für mich sehr wichtig waren und ich sicher empfehlen würde. Dann, es gibt sicher andere Sachen, die vielleicht noch besser sind, aber diese sind diejenigen, die ich mindestens empfehlen kann, weil ich kenne, was drin ist und ich weiß, dass was da drin ist, sehr, sehr gut ist.
So Leute, das war's. War es interessant? Abonnieren Sie meinen Kanal. Fragen Sie ruhig, wenn Sie noch Fragen haben, auch über andere Bücher, die ich vielleicht vergessen habe, aber die einfach nicht in diesem Video waren. Ich bin dann zu antworten. Ciao aus Italien. Ciao von Andrea Unger.